So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich habe mir gerade überlegt, naja, 3 Sekunden lang, weil ich gerade gesehen habe, dass unsere Bank jetzt gerade komplett leer ist, dass ich nicht wieder in Schulden gehe, sondern dass wir ab jetzt versuchen, ohne Bank auszukommen. Weil mittlerweile haben wir so ein Geldeinkommen, dass wir es gar nicht mehr brauchen. Wir sind ja nur noch am hier rumrotieren, Bank rein, Bank raus, Bank rein, Bank raus, das lohnt sich einfach nicht mehr. Den Startboost haben wir. Wir haben mittlerweile 30 LKWs. Also sollten wir auch so über die Runden kommen, easy. Das heißt, wir kommen jetzt erstmal keine LKWs und keine Werkstatt, sondern es bleibt alles so, wie es ist. Ob du willst und nicht. Und ja, dann werden wir denn. Ja, warten, bis wir wieder 200.000 Euro haben. Und werden uns erst dann, beziehungsweise nicht, sondern bis wir 200, bis wir 300, bis wir fast 400.000 haben. Und werden uns dann erst eine Werkstatt und einen weiteren LKW holen. Weil macht Sinn und so. Fremdkapital ist eh nur was für Armleuchter. Oder so ähnlich. I don't know. Links oder rechts? Hallo, Navi? Lack gesoffen oder was? Der schickt uns hier einmal eine Schleife. Interessant. Aber wir müssen nach links. Okay, das ist doch schon mal eine Ansage. Macht doch Sinn, weil von rechts kamen wir. I guess. Das Schöne ist, nie wieder Kreditratenzahlungen. I'm so proud of myself. Was ist da vorne los? Oh, haben wir aber ein paar schöne Maschinen. Können wir ein paar mitnehmen? Auf dem Auflieger ist noch Platz. Ich krieg's doch nie wieder zurück, ich verspreche es. Voila. Oh mein Gott. Someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh, you think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Oh, woran erinnert das Lied? Can't bear the things I've had to face. So die Art, wie sie singt. Are you crying on your knees in pain? Oh, some things never change, never change. Boah, der Bass, Alter. Ich muss es nochmal anhören. Wie gesagt, so zu der Anfang, kurz bevor der Drop kommt, der erste Drop. Diese Art, wie die da singt, erinnert mich an irgendein Lied. Ich weiß nicht mehr, ob es von League of Legends war. Oder von. Kann auch sein, dass es hier von.
Oh, eins von dem ein Spiel, was Gronkh gespielt hat. Da wo das eine Spiel darum geht, mit diesem alten Fotoapparat. Und das andere Spiel in diesen in dieser Waisenanstalt oder so. Ob eins von den beiden Spielen oder von da. Someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Komm nicht drauf. Mach die Hüfte durch. Ja, los. Vor allem, dass hier immer beide Bahnen blockiert. Keine Chance. Save myself by turning into stone. So save your judgment, cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Muss ich mal, mir den Kopf drüber zerbrechen, obwohl ich diese, wo ich das kenne. Ich komme nicht drauf. Und das zerfrisst mich schon wieder. Also mir zumindest der Name von dem ein Lied wieder eingefallen, Martha is Dead. Aber ich glaube, das Lied ist es nicht. Es kann aber sein, dass es, ach, ich habe keine Ahnung. Aber Martha's Dead, so heißt glaube ich auch das Lied selber, also das Spiel selber. Eben so heißt das Lied und wie der Soundtrack dazu heißt, weiß ich gerade gar nicht. Aber es ist halt diese Titelmusik, wenn du das Spiel startest und in dem Hauptscreen bist, quasi in dem Hauptmenü, da die Hintergrundmelodie. Lieder und so. Natürlich, weil biegen natürlich beide nach rechts ab. Sehr geil. Hoffentlich lassen wir auch noch ein bisschen Platz. Ach, sieht nicht so aus. Gut, der eine bremst hier ab. Ich glaube, man nimmt gleich hier ab hier. Baumwolle? Oh doch, sieht aus wie Baumwolle, ne? So, wir haben noch 10 Stunden. Ja, läuft doch. Also wenn wir jetzt so gut durchkommen, durch den Verkehr,
haben wir sogar 10 Stunden Reserve, mit der wir ankommen. Allerdings ist es wieder 3 pm. Wir könnten also sogar, wenn es 8 ist, nochmal pennen gehen tatsächlich. Weil ich glaube nicht, dass wir es innerhalb von 5 Stunden schaffen. So schnell sind wir nicht. Das heißt, es dürfte dunkel werden, noch bevor wir ankommen. Also können wir dann zum Beispiel nochmal schlafen. Ist ja alles voll, sagt mal. Wollt ihr schon wieder von mir? Ist doch bisher jetzt so gut. Oh, das endet nicht gut. Naja. Ich dachte, die auf der rechten Seite die Leitplanke zu, das ist so nah an der Straße. Aber ich glaube, fast hätte das sogar hingepasst. Wäre zwar sehr eng geworden, aber ich glaube, das ist genug Platz für mich gewesen. Oder der wäre genug Platz für mich gewesen. Hätte ich nicht zum Roten abdringen müssen. Oder wegschubsen müssen. Das war ja schon kein Abdringen mehr. Das war ja schon rohe Gewalt. Ich habe versucht, möglichst schmerzlos für ihn zu machen. Aber schmerzhaft war es trotzdem. You know what I mean. Ich habe versucht, nicht allzu sehr gegen die Genfer Konvention zu verstoßen. Weil gerade die ganze Zeit Konversation sagen irgendwie. Irgendwie kam da das richtige Wort gerade nicht. Oder vorhin wird auch wieder alles eng. Eine Kacke hier. Gibt's hier mal ordentliche freie Straßen? So. Hier eine Mittelleitplanke zum Beispiel. Die ist extra für mich markiert. Ich muss nur hoffen, dass wir keine Linksabbieger haben hier. Sonst wird es kuschelig. Wie viel verdienen wir eigentlich nochmal? Oh, 23.000. Lol. Das heißt, sobald wir mit der Mission fertig sind, können wir die Fracht bereits, können wir uns bereits die Garage kaufen und einen weiteren LKW. Läuft doch. Ey, was denn los mit dir, Amanda Colm? Was ist hier los? Ah, da ist ja schon wieder Ghetto. Alle zu hier.
Mal ein bisschen Speed hier aufbauen. Aber der Weiß-LKW da vorne auch nicht wieder nervös. Also fahre ich lieber auf der Leitplanke. Auf den Pannstreifen. Links vorbei oder rechts vorbei? Ich versuche mal links vorbei zu ziehen. Rechts ist nämlich die Straße. Und das ist mir ein bisschen zu eng. Jetzt allerdings der Verkehr dort super eng. Schon wieder ein Chaos hier, ey. Meine Fresse. Hält's ja im Kopf nicht aus. Oh. Vorsichtig weggeditscht. So, wir müssen nach rechts. Klingt ja sehr abenteuerlich. Das ist ja eine schöne Gegend, ey. Holy shit. Gefällt mir. Voll gegen die Stirn. Na gut, dass wir für nochmal getankt haben, das sieht doch sehr ausreichend aus. Ist doch ein Remix, oder? Ja. Ich weiß gerade nicht, wie das Original heißt, aber ich kenne das Original. Und wie muss ich gerade an Little Me denken? Habe ich letztens gehört. Elefanten rennt schon wieder, so jetzt auch gereicht hier. Ist doch nicht normal hier. Was ein Trauerspiel. Ha, weggebumst. Was? Mein armer Optiker.
Aber ich gar nicht weiß, ob das Lied wirklich Little Me heißt. Also es war halt so ein Nightcore. Wie nennt man das? Remix? Also auf jeden Fall war es halt Nightcore. Und ja, das Nightcore-Lied hieß halt Little Me. Ich weiß halt überhaupt nicht, von welchem Autor. Aber da ging es halt darum, dass ne, die Sängerin, wenn sie ihr altes Ich besuchen könnte, so zeitmaschinenmäßig, dass sie ihr halt manche Dinge über das Leben erzählt. Und ja, deswegen auch das jüngere Ich, kleinere Ich, im Englischen Little Me. Alter, hier ist wieder Stocker-Party. Diese Inkonsistenz. Warum? Ich freue mich ja schon in ETS, wenn wir den Westbalkans fahren. Das DLC kam jetzt so raus. Wie das denn von der Performance her wird. Bin ich mir echt ein bisschen gespannt. Boah, Digga, 50.000. Die ersten 50.000, die nur uns gehören. Ja! Nice und so. Ah, noch 200 Meilen? Easy. Schaffen wir locker in der nächsten Folge. Wollte gerade sagen, oder in der Folge ab in 8 Minuten. 7 Minuten eher. Unrealistisch. Doch eher unrealistisch. Was ich immer nicht verstanden habe, aber ich glaube, das habe ich mal gezeigt. Hier diese Seitenstraßen sind super cool, super schön befahrbar. Aber wo war das? Hier war das auch nicht. Es gibt irgendeine Stelle, da sind sie über eine gewisse Strecke nicht befahrbar. Ich glaube, es war hier. Ach, ich möchte jetzt nicht lügen. Nee, hier war es bestimmt nicht. Ich kann es gerade echt nicht sagen. Aber es gibt halt so eine Stelle. Wenn ich die Stelle sehe, weiß ich auch sofort wieder, dass das sie ist. Aber hier gibt es so viele Stellen. Schwierig. Ne. Kann ich nichts machen. Finde ich nicht. Auf jeden Fall gibt es irgendwo so eine Stelle, die ist so wie hier oben, sage ich jetzt mal, als Vergleichswert. Wo bin ich denn jetzt gerade? Ich habe es auch gerade gesehen. Verdammt. Ich möchte gerade sterben. Das tue ich auch gerade innerlich. Nur, dass du Bescheid wirst. Ich fühle mich alt und gebrochen. Alt und gebrochen fühle ich mich. Ja, hier ist. Ich glaube, das ist das hier. Ich glaube, das ist die Stelle hier. Ja, das sollte die Stelle hier sein. Ja, das ist. Ich glaube, genau, das ist die Stelle hier. Hier bin ich früher mal lang gefahren. Ja, das ist die Stelle. Das ist genau die Stelle hier mit den. Das wird noch da. Ja, genau. Das genau. Die Stelle hier, da bin ich lang gefahren mit einem LKW auf der Straße. Einfach mal, weil ich die auch erkunden wollte, so. Und, ich glaube, ich habe es schon mal im Display erwähnt, dass ich mich wunder,
Also das ist schon eine ganze Weile her, dass ich mich gewundert habe, dass hier die Strecke, die hier parallel zu der Hauptstraße geht, also auf beiden Seiten, also die Bahnstrecken quasi, bis hier durchgehen und trotzdem hier nicht eingezeichnet sind. Hier ist die Straße gesperrt, da ist die Straße gesperrt, hier auch, also man kann dann wirklich nicht langfahren, obwohl die Straße komplett gebaut wurde, also komplett modelliert wurde. Und ich habe mich denn, und das war jetzt so vor kurzem, als ich, wie gesagt, die Straße hier gerade also abgefahren bin, habe ich mich dann quasi hinter das Ding teleportiert, bin die gesamte Straße abgefahren, problemlos, bis hier, und bin hier quasi einfach um die Absperrung drum herum gefahren, weil hier ist, zur Steerstraße hin, ist die Alphabahn nicht komplett durchgezogen. Also hier kann man einfach an Alphabahn vorbeifahren. Ja, und bin gerade die gesamte Straße abgefahren. Also die funktioniert wirklich. Man kann dort richtig auch mit hohem Tempo langfahren. Bin ich nämlich. Und ich wundere mich halt jedes Mal, warum hier so eine Strecken sind, so eine Abschnitte, wo die Straßen nicht eingezeichnet sind und die nicht befahrbar sind. Warum? Das wäre so cool. Das hat einfach so ein schönes Feeling, da einfach neben der Autobahn lang zu fahren oder neben den Freeway. Ja. Ist schon schade. Wie gesagt, hier endet es kurz dahinter. Weil hier ist nämlich auch ein Fluss irgendwie. Das heißt, die Straßen gehen hier tatsächlich nicht weiter. Man sieht ja auch jetzt hier ist kein Gegenstück oder sowas. Aber es gibt zumindest mehrere Stellen. Wie gesagt, das hier, die ich letztens lang gefahren bin. Aber es gibt hier auch mehrere Stellen, so wie die eine, die wir vorhin gerade gesehen haben. Es gibt mehrere so eine Stellen, wo die Straße einfach unterbrochen ist. Obwohl eigentlich alles da ist. Ja. Und das wundert mich halt. Das ist immer so ein bisschen. Das stört richtig. Also hier zum Beispiel, ne? Also ich kenne jetzt die Stelle hier nicht, aber ich schätze mal, hier ist auch lang, weil da endet's. Also ich glaube mal, dass es auch hier einfach durchgeht. Und es aber einfach nur einmoduliert ist in die Map. Und auch nicht befahrbar ist, weil da Alphawände sind. So, ist das so ganz, ganz unbefriedigend. Ja? Apropos unbefriedigend. Bis dann.